Es kam, wie es kommen musste. Linksextreme hatten angekündigt, den Umzug der SVP in Bern zu sabotieren. Die SVP hielt trotz Warnungen an der Marschroute fest. Das Ende ist bekannt. Chaos und Zerstörung, Schuldzuweisungen hüben und drüben. Unsere Reportage zeigt erstmals den genauen Ablauf der Ereignisse am Samstag. Christine Brandt mit dem Dokument eines Kampftags. Chaos in Bern am letzten Samstag. Sturm auf den Bundesplatz. Vier Stunden früher auf demselben Platz. Vorbereitungen für den großen Tag. Hier wollen die Bundesräte Blocher und Schmid ihre Reden halten. Hier will die SVP für ihre Schweiz einstehen. Es ist ein Volksfest, ja zur Schweiz, Schweiz stärken, SVP wählen. Es ist letztendlich eine Wahlveranstaltung, wo wir noch einmal Familie, alt und jung hier auf den Bundesplatz bringen, der Rede vom Herrn Bundesrat Blocher, vom Herrn Bundesrat Schmid zuhören. Ich finde es eigentlich eine Anmassung von der SVP, dass sie sagt, sie sei in die Schweiz. Zur gleichen Zeit auf dem Münsterplatz, wenige hundert Meter entfernt. Vorbereitungen für einen Anlass, der nicht bewilligt, aber geduldet ist. Das Komitee Schwarzes Schaf will mit seinem Fest gegen Rassismus einen Kontrapunkt zur Demonstration der SVP setzen. Man hat ja gehört, dass sie das den Marsch auf Bern nennen. Und der Marsch auf Rom hat eine traurige Geschichte und der Marsch auf München hat eine traurige Geschichte. Und ich finde es relativ heftig, mit was für Symbolik da die SVP spielt. Und ja, ich denke, es ist super, super dringend, da etwas dagegen zu machen und anzustellen und zu sagen, hey, wir schauen nicht länger zu. Wir schauen nicht länger zu, wenn ihr rassistische Politik macht. Wir schauen nicht zu, wenn ihr mit faschistischen Elementen spielt. Und das sind ja bewusst mit faschistischen Elementen spielt. Uns reicht nein, nicht willkommen heute in Bern. Am selben Morgen im Toggenburg. Die Einscheller Neckartal machen sich bereit für die Fahrt nach Bern. Mit dabei Toni Brunner und Wahlkampfhelfer Michael Grossmann. Wir wollen jetzt, wo wir vollzählig sind, nochmal alle recht herzlich begrüßen. Wir gehen von der SVP Schweiz her zu einer friedlichen Kundgebung. Einstehen für unsere Schweiz. Wir wollen ein starkes Zeichen setzen. Danke vielmals, geniessen die Reise. Vorfreude auf der Fahrt nach Bern mit einem klaren Ziel vor Augen. Also einen friedlichen Tag zu erleben, einstehen für die Schweiz und hauptsächlich natürlich für die Stärkung von unserem Bundesrat Christoph Blocher. Ich habe das Gefühl, dass ich in der Schweiz ein fast an den Rand rausgedrückt wäre, vor allem jetzt so mit meiner Kultur und mit meinem wo ich auftrabe. Und dann muss ich einfach sagen, wir dürfen glaub, schon wieder mal zeigen mit dem Schweizer Kreuz-T-Shirt oder mit den Trachten, dass wir die Einheimischen sind, die Indianer von der Schweiz. Was ist am Bundesrat Leuenberger sein erstes Wort auf einem Rat? Richtig! Witze auf Kosten Andersdenkender. Solche werden auch in Bern erwartet. Es könnte Lampen geben heute in Bern. Habt ihr ja, ein bisschen Angst? Das Risiko gehe ich ein. Ich hoffe nur, dass wenn meine Frau oder ich einen Kratzer abkommt, dass das dafür 1000 Stimmen mehr für die SVP gibt. Die schwarzen Schafe finden derweil auf dem Münsterplatz regen Absatz. Geschichtsträchtigen 6. Oktober vielleicht. Und wir werden einstehen für Toleranz, Solidarität, für eine andere Welt, für eine Welt, die offen ist, die farbig ist und in der viel Platz hat. Warum seid ihr heute hier? Ja, um gegen die SVP demonstrieren, vor allem, weil ich finde, sie haben sich in diesem Wahlkampf jetzt wirklich eindeutig zu viel geleistet und irgendwie
Ja, um ein Zeichen dagegen zu setzen. Wegen Marsch auf Bern, parallel zum Marsch auf Rom. Ich finde es gefährlich. Die SVP hat keine Kultur und keine Harmonie mehr. Die SVP ist nicht für Gleichheit. Die SVP ist eine egoistische Partei. Andere Klänge, eine andere Schweiz. Die SVP besammelt sich beim Bärengraben. Von hier will die SVP durch die Altstadt auf den Bundesplatz marschieren. Ihr seid zuvorderst im Umzug, Herr Grossmann. Was ist das für ein Gefühl? Das ist ein schönes Gefühl. Ich bin stolz darauf, dass ich da vorne laufen darf. Macht Freude. Doch der Abmarsch verzögert sich. Jodeln als Zeitvertreib. Jodeln als Protest. In der Altstadt beschäftigen sich derweil die SVP-Gegner mit der Polizei. Super, super. Doch dann kippt die Stimmung in einer Seitengasse bei Münster. Pflastersteine werden zu Waffen. Gewaltbereite Gruppen ziehen los. Gegen Rassismus, gegen die Politik von Blocher. Es ist klar, dass das noch zu Ausschreitungen geht. Aber ich finde, man sollte friedlich demonstrieren. Also, auch eine Gasse weiter kracht es. Zur gleichen Zeit beim Bärengraben. Noch immer wartet die SVP auf ihren Abmarsch. Noch immer voller Zuversicht. Ja, wir müssen jetzt schauen. Wir werden die Manifestation, die sind die Organisatoren, jetzt können durchführen. Und wir werden treten, wo und wie, das weiß ich jetzt da noch nicht. Mitten im Umzug der SVP, Rechtsextreme. Ja, die SVP ist gut, das ist recht eingestellt, das hat recht Einstellung. Das ist fürs Land da. Ja, das ist eine gute Sache. Es demonstrieren auch die Linken heute illegal. Was sagen Sie zu dem? Ja, ich finde es ein bisschen scheiße, weil sie haben eine Störaktion gemeldet. Sie sollen uns in Ruhe demonstrieren lassen. Das Anpacken, abknallen. Fertig, Schluss. Bitte? Das Anpacken, an die Wand stellen und abknallen. Sie sind einverstanden, wenn Rechtsextreme mit euch mitmarschieren heute? Absolut. Absolut. Das braucht einen Gegenpol gegen die Vandalen, die wir hier haben und so weiter. Das ist ein guter Gegenpol, oder? Ja, das ist einfach so. Sind die akzeptiert? Nein, die sind nicht akzeptiert. Also wer nicht für Demokratie einsteht oder sogar nationalsozialistisches Gedankengut vertritt, hat bei uns gar nichts verloren. Sie wissen, das Wort sozialistisch ist auch bei den Nazis drin. Der Umzug setzt sich doch noch in Bewegung. Doch der Weg für den SVP-Marsch ist blockiert. Achtung, Achtung, das ist ein Durchsatz von der Polizei. Wir machen euch darauf aufmerksam, dass diese Straße hier innerhalb von 2 Minuten geräumt wird. Ihr habt 2 Minuten Zeit, die Straße vor uns zu verlassen. Wie soll ich wissen, wie lange es noch geht? Ich
Die Krawallmacher ziehen sich zurück. Die SVP macht kehrt. Routenänderung. Zurück zum Ausgangspunkt. Die Polizei kann die Sicherheit der Umzugsteilnehmer nicht garantieren. Liebe Schweizerinnen und Schweizer, liebe Frauen und Mann, Sie stehen hier auf einem anderen Platz, als Sie wollten. Aber wissen Sie, das freie Wort kann man nicht so schnell nehmen, wenn man den Mut hat, es auch dort auszusprechen, wo es die anderen nicht wollen. Bravo. Gleichzeitig auf dem Münsterplatz. Es sind Blocher und die SVP, die wir nicht akzeptieren. Du bist akzeptiert. Hier ist die Stimmung friedlich. Wir haben hier auf dem Münsterplatz die Situation im Griff gehabt. Es ist hier alles bis jetzt alles gut abgelaufen und wir haben uns wirklich Mühe gegeben, auch heikle Situationen wieder unter Kontrolle zu bringen. Und wir können leider nicht Verantwortung übernehmen über alles, was passiert. Und es ist sicher nicht in unserem Interesse, dass irgendwelche Menschen zu Schaden kommen oder Menschen angegriffen werden. Und, ja. Die Polizei ist in den Altstadtgassen noch immer im Einsatz. Für eine Gruppe Vermummter ist der Weg auf den Bundesplatz völlig frei. Der Bundesplatz wird gestürmt. Absolut links bin ich, aber es ist so peinlich. Wo ist die Polizei? Wo ist die Polizei? Auch Nationalrat Hermann Weyenet wird getroffen. Ich bin in dem Sinne eben nicht überrascht, dass man gewusst hat, wenn man so weit unbewilligte Demonstration zusammenkommt, dass es ja unmöglich ist, bis um 4 Uhr auf dem Münsterplatz Hunger zu haben. Darum erstaunt mich das nicht. Ah, ist es nicht auch eine Provokation von der SVP? Ja überhaupt nicht. Das ist ja keine Provokation. Das lasse ich mir nicht sagen. Wir haben alle Bedingungen erfüllt. Wir haben alle Sicherheitsmassnahmen, so weit sie uns waren. Und im Zug haben wir nicht die geringsten Schwierigkeiten. Die Leute warten, die wollen laufen. Es ist eine fröhliche, aufgestellte Gesellschaft. Sie kann nicht hierher kommen, weil eine Gegendemonstration das verhindert. Erst jetzt rückt die Polizei an. Etliche Personen sind verletzt. In der Milchkanne befanden sich drei Frauen. Was ist passiert? Ja, es hat einfach aufs Mal geheißen, es wäre gefährlich hier. Wir sollen hier die Milchkanne zutun. Und nachher haben wir zugetan. Nachher ist das einfach, ja, haben wir noch den Lärm gehört, von außen nachher. Und Sie haben dann umgekippt? Ja. Habt ihr Angst gehabt? Schon, ja. Es war nicht gemütlich. Seid ihr verletzt, haben Sie gesehen? Nein, nicht. Einfach der Schock ist gross. Vor allem für die Tochter, die Kandidatin ist. Das Fazit: 42 Festnahmen, 18 verletzte Polizisten, zahlreiche verletzte Demonstranten, noch unbezifferbarer Sachschaden. Auf dem Münsterplatz geht die Gegenveranstaltung zu Ende. Die SVP, sie waren weniger, sie waren höchstens 3.000 bis 4.000 Leute.
Sie hatten heute hier in Bern keine Chance. Und das ist richtig so, das ist gut so. Beim Bärengraben setzt die Schweizerische Volkspartei ihren Schlusspunkt. Dass die Chaoten die größte Partei davon abhalten können, auf den Bundesplatz zu gehen, das kann nicht hingenommen werden. Und darum singen wir halt hier, wenn wir es auf dem Bundesplatz nicht können, die erste Strophe der Schweizer Nationalhymne und zwar zusammen. Die Krawalle von Bern. Mein Kollege Reto Brennwald hat darüber heute Nachmittag im Wallis mit Bundespräsidentin Micheline Galmiche gesprochen. Frau Bundespräsidentin, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Szene noch einmal sehen? Ja, ich habe das nicht gerne zu sehen. Ich bin traurig, wenn ich das anschaue. Versammlungsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit sind Grundpfeiler unserer Demokratie. Und die sollten gewährleistet sein. Und es ist mir egal, ob es eine rechtsextreme oder linksextreme Gruppe ist, die das zerstört. Aber die müssen verurteilt werden. Diese Ereignisse haben weltweit Schlagzeilen gemacht auf den Titelseiten der internationalen Zeitungen. Ein sehr negatives Image für die Schweiz. Man sagt, das sei ein fremdenfeindliches Land. Was bedeutet das für die Schweiz? Diese Gewalttätigkeit ist nicht die Schweiz, es spricht nicht unsere Schweiz. Das heißt, die Schweiz ist ein neutrales Land, die mit allen spricht, die mit allen guten Beziehungen pflegt und die die im Dialog der Zivilisation tätig ist. Also ein falsches Bild. Das ist, welche Glaubwürdigkeit haben wir, wenn solche Bilder im Ausland gezeigt werden? Gehen Sie denn nun auf Distanz zu diesen Berichten, sagen wir New York Times? Sind Sie aktiv in der Korrektur dieses Bildes? Ja, ich sage überall, das entspricht nicht der Schweiz. Die Schweiz ist nicht das. Die Schweiz ist gebaut auf Dialog und Gleichgewicht und das entspricht nicht die Mehrheit der Schweiz oder die Mehrheit der Schweizer und Schweizerinnen. Diese Gewalttätigkeit ist uns fremd. Zweitens, dieser Appell an Isolationismus, diese Angst, unsere Identität zu verlieren und dieser Appell an Isolationismus ist gefährlich, weil die Schweiz ist ein offenes Land. Wir gewinnen 1 Franken aus 2 im Ausland und das ist für unseren Wohlstand etwas sehr Schlechtes, dieses Bild von Ausländerfremdlichkeit. Wir brauchen die Ausländer. Die sind Arbeitskräfte, die wir brauchen. Die Frage ist natürlich, wer zur Verschärfung dieses Klimas auch beigetragen hat. Ihr Kollege Pascal Couchepin hat Vergleiche gezogen zwischen dem Faschismus der 30er Jahre und der SVP. Das müsste man doch auch korrigieren. Da haben Sie sich aber nicht gewehrt. Ich habe mich darüber ausgedrückt. Ich habe gesagt, am Parlament habe ich mich ausgedrückt. Und ich habe gesagt, dass Bundesrat Couchepin keine Beziehung gezogen hat zwischen Faschismus und Duce und Kollege Blocher. Und für mich, das war die Sache fertig. Jetzt in dieser Reportage sehen wir, es gibt eben Leute, die diese Beziehungen machen, die sagen, das ist eine gefährliche Entwicklung in der SVP. Ist das so, sagt das die Bundespräsidentin auch, dass sie sich Sorgen macht über diese Entwicklung? Ich mache mir Sorgen nicht über die Art und Weise und die Methoden der Kampagne. In einer Wahlkampagne ist man manchmal ein bisschen aggressiver als normalerweise. Ich mache mich Sorgen über die Substanz, über den Inhalt, über die Plakate. Zum Beispiel, wenn man Plakate zeigt mit einem schwarzen Schaf, der ausgeworfen wird von der Schweizer Wiese. Das ist für mich ein Appell an Xenophobie, eine Ausgrenzung, eine Marginalisation von einer, der nicht ganz gleich ist wie der andere. Die SVP sagt, wir benennen einen Missstand, nämlich
Probleme mit der Kriminalität bei Ausländern. Und gerade Ihre Partei, die SP, hat das lange nicht thematisiert. Ist eigentlich auch mitverantwortlich für dieses Klima. Ich finde, man sollte die Augen nicht verschließen gegenüber diese Ängste der Leute. Wir erleben heutzutage eine gute wirtschaftliche Lage in der Schweiz, besser als in den Nachbarländern. Es geht uns gut, aber es herrscht Unsicherheit bei den Leuten. Die sind unsicher, die müssen immer wettbewerbsfähiger sein, um eine gute Stelle zu kriegen. Es sind viele Zuwanderer, die bei uns kommen, Deutschen, Franzosen, Italiener. Und es ist so leicht, dass wir einer Schuld davon machen. Wir sagen, ja, das sind die Ausländer, die daran schuld sind. Also das haben Sie ja auch in Ihrem Wahlkampfauftritten kritisiert an der SVP. Sehen Sie denn eine Mitverantwortung jetzt an diesen Krawallen, an dass es so weit gekommen ist in Bern der SVP? Ich sage, man kann ja nicht mit den Ängsten der Leute so spielen. Das erweckt so Sachen, die wir schon gesehen haben. Und ich finde, man hat da, das ist inakzeptabel, menschlich inakzeptabel. Aber Sie das ist sagen, auch, wie wir schon gesehen haben, also doch der Bezug zum Dritten Reich, meinen Sie? Nein, ich sage, das ist menschlich inakzeptabel und das ist wirtschaftlich dumm. Weil noch einmal, wir sind ein offenes Land und wir brauchen diese Offenheit. Wir können ja nicht Isolation appellieren und alles, was ausländisch ist, wegschmeißen. Aber Frau Bundespräsidentin, ist es nicht völlig verkehrt, wenn man jetzt immer über die SVP und die Verantwortung der SVP spricht? Die SVP hat eine bewilligte Demonstration durchgeführt. Die Gegenveranstaltung war unbewilligt. Und das war eine Veranstaltung links von der Mitte, linksalternativ. Ich habe Ihnen gesagt, für mich Versammlungsfreiheit ist eine wichtige Freiheit und ich finde, die SVP hat das Recht zu demonstrieren. Es ist nicht nur diese Gewalttätigkeiten, die richten sich nicht nur gegen die SVP, die haben sich gerichtet zum Beispiel in einem Fußballspiel gegen Türkei, die haben sich gerichtet am 1. Mai gegen Bundesrat Leuenberg, die haben sich gerichtet am 1. August gegen andere Bundesräte. Dieses ja, ist es nicht gelungen dank Präventionsmaßnahmen, aber wir müssen schon aufpassen, diese Kultur der Gewalt ist nicht unsere Kultur. Die Schweiz hat die Kultur des Dialogs. Darf ich bei den Krawallanten nochmals einsetzen? Ja. Es wurden 42 verhaftet. Sind denn diese Leute für Sie gar nicht politisch? Man hat lesen können, dass jeder vierte von denen war minderjährig. Ja, für mich ist das schon... Ich kann das nicht annehmen. Für mich ist es etwas fremde Gewalt. Und ich finde, die müssen verurteilt werden, weil man darf ja nicht so gewalttätig werden und alle Sachen kaputt machen und die Leute verhindern, sprechen zu können. Ich war selber Opfer von... Ich war nicht Opfer, aber fast. Es hätte sein können, dass ich Opfer von Gewalt sein könnte am 1. August. Das ist nicht passiert, Gott sei Dank. Mit dem Sprengsatz auf dem Rücken. Aber ich habe mir dagegen gewehrt, habe gesagt, das geht nicht in der Schweiz. Muss man sprechen können, muss man versammeln können. Das ist ein Grundrecht und das müssen wir tun können. Und das gilt für die SVP wie für die SP, wie für alle anderen. Darum kann ich die Gewalttätigkeit nicht annehmen. Das Bild, das dieser Beitrag zeichnet, ist ein Bild einer sehr polarisierten Schweiz. Zwei Schweizen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Diese zunehmende Polarisierung in der Politik. Ist das das Ende der Konkordanz? Führt das Richtung Regierung und Opposition, möglicherweise auch ohne Christoph Blocher? Die Polarisierung für mich ist nicht ein Hindernis zur Konkordanz. Die Konkordanz ist die Fähigkeit, oder wir sind gezwungen, zusammen zu regieren und zusammen zu sprechen, weil unser System ist so, unser System trägt dazu bei, dass andere Kulturen, andere Menschen, andere politischen Sensibilitäten zusammensprechen. Was für mich nicht ohne Konsequenzen ist und Konsequenzen haben könnte über die Konkordanz, ist die Art und Weise, die Gewalttätigkeit und wenn wir nicht zusammen dialogieren können. Und ich finde diese Aggressivität, diese Provokationen, diese Gewalttätigkeit könnten Einfluss haben auf die Fähigkeit, die wir haben, zusammen zu dialogieren also und zu regieren. Konkordanz weiterhin. Die Frage dieses Wahlkampfes ist natürlich mit Christoph Blocher im Bundesrat oder ohne. Was sagt Frau Calmire? Frau Calmire sagt, das ist die Sache des Parlaments.
Er wird der Bundesrat wählen. Und, gut, ich habe jeder extra von gesagt, uns. Frau Galmire und nicht die Bundespräsidentin. Ich habe Sie persönlich gefragt. Ja, aber persönlich antworte ich Ihnen. Wir werden alle vom Parlament gewählt und alle sind auf derselben Ebene. Frau Bundespräsidentin, herzlichen Dank für das Gespräch in der Rundschau. Merci, vielen Dank. Ja, wie bewerten Sie zu Hause die Ereignisse vom Samstag in Bern? Sagen Sie Ihre Meinung und diskutieren Sie mit anderen in unserem Forum. Sie finden es unter rundschau.sf.tv.